Wir sind hoffentlich da. Ich schaue gerade auf unsere Seite, das startet gerade. Ja, Thomas, wir sind live. Gott, wie die Schwaben sagen, ich bin ja Schwaben. Komm, wir winken mal. Ja, Hallo an alle, die da so an ihren Schwingungsgeräten draußen sitzen. Wir schwingen euch jetzt ein hier. also wir haben jetzt vorher wirklich die Energie gebündelt, dass unser Internet stark genug ist, weil wir sind so, wir haben alle Kunststile schon durchgewechselt von Thomas, da bist du der Profi. Picasso haben wir noch nicht ganz geschafft, gell? Waren nicht, aber wir waren so im Bereich der Impressionisten drin, Monet, Manet und auch so in Richtung, als du ganz pixelt warst, das war Action Painting, Jackson Pollock. Okay. Also da haben wir wirklich alles durch. Ich hoffe, dass wir diesmal gut hörbar sind. Ich blende das mal an, falls das nicht der Fall sein sollte. Bitten wir um kurze Nachricht. Warten wir mal, Genau. ob da jemand ist. Ist da jemand? Hey, die Bettina. Ja, sehr schön. Die Bettina ist da. Herzlichen Hallo Bettina, Hallo schön, dass du da von bist. uns. Jawohl. Genau. Jetzt blende ich aber noch mal ein, ob wir gut hör- und sichtbar. Super hörbar, schreibt die Bettina. Okay, sehr fein. Keinerlei Rückkopplung. Weil das war das letzte Mal leider der Fall. Naja, da hoffen wir einfach, dass das nicht so ist, ja, weil Mensch schon sagt, wir sind super hörbar. So ein bisschen Echo ist auch ganz normal. Das wird auch überbewertet, ne? Ja, absolut, ja. Ist auch schön, wenn wir Ist unser Nachklang, was dann dafür sorgt, dass sicher bei denen, die jetzt an den Bildschirmen sind, ein Einklang entsteht, ne? ja, ganz sicher, ja. Das ist sofort die Resonanz, ja, die Harmonie überspringt und wir da auf einer Wellenlänge sind. Genau. Also, lieber Thomas, ich höre lauter, ja, blödeln mit dir, ja, schon vorher. Darf ich dich jetzt so kurz vorstellen? Dich kurz vorzustellen, ist ja eine Riesenherausforderung, ja. Denn Ja. bei all dem, was du schon geschaffen hast, ja, das ist ja wirklich unendlich vieles. Korrigiere mich, wenn es stimmt. Mein letzter Stand deiner geschriebenen Bücher ist 34. Ja, das stimmt. Ich habe sie extra nochmal nachgezählt vorne und über Nacht ist auch keins dazugekommen. Aber es ist jetzt gerade ein Theaterstück fertig geschrieben. Das muss jetzt nur noch an die Druckerei. Das wird heißen Chaos im Olymp. Und dann ist jetzt vor kurzem erschienen mit der Christina Steger zusammen Lustvoll lieben. Ah, Also herrlich. ja, das ist ganz herrlich und das ist jetzt letzte Woche erschienen und ist ab jetzt verfügbar. Wow, bei dir auf der Webseite? Es ist auf der Webseite verfügbar oder auch über den Mankau Verlag oder ich traue mich jetzt gar nicht zu sagen, bei Amazon auch, gell? Das sagt das böse A-Wort. Also zum Thomas, er ist wirklich, also wir haben so eine Passion gemeinsam, viele Passionen gemeinsam, kann man sagen, aber eine ist Schwingung auf alle Sinne zu übersetzen. Und das hast du ja wirklich auf alle Sinne gemacht. Das ist Hören, Ja. Sehen, Ja. Riechen, Ja. Spüren, Moment, was haben wir noch? Ja, visuell, auditiv. Genau, im Sinne von Goethe, wenn ihr es nicht erfühlet, ihr werdet es nicht erjagen. Also ist für alle Sinne was dabei. Ne? Nämlich auch Geruchssinn, hast auch was, gell? Gibt es die Planetendüfte, genau, oder auch das Aquaria für das neue Zeitalter. Also es ist für jeden, weil das geht ja um das Ganzheitliche, ist für jeden das dabei, was seine Priorität ist oder was ihm Spaß macht oder wie er sich am besten persönlich einschwingen kann. Und für den Geschmackssinn, da haben wir mal geblödelt, weiß ich, ja. Ich sag schon, wir machen so Lollis, so Lutscher, ja, die verschiedene Ja. archetypische Lecker haben, ja. Ja, das werden wir auch noch kriegen. Oder für die Leute, die das nicht vertragen, machen wir Zäpfchen. Okay. Herrlich. Ja, Thomas, also zu dir ist noch so viel zu sagen, ja, aber heute ist natürlich einerseits das Thema Klangei und Thomas Künne und all seine vielen Ideen.
Und es sind ja wirklich unendlich viele Ideen. Ah, du hast die schöne Cosmic Eye, ja. Das letzte von Andi geschenkt bekommen und da bin ich auch ganz stolz drauf. Und es wird auch gehütet wie ein Augapfel. Da ist das ganze Universum drauf abgebildet. Ja. Ja. Denn eine Idee, die wir zuerst gemeinsam umgesetzt haben, war, dass Thomas Klänge, ja, der Planeten, übersetzt werden auf ein Klanghoroskop. Und ich habe mir das absolut gar nicht vorstellen können, wie das klingt. Ja, und ich habe dann mein persönliches Horoskop von Thomas bekommen, das vertont ist mit den Planetentönen. Und ich kann euch sagen, ich bin da reingekippt, ja. Und ganz speziell schön ist es, wenn man es in der Badewanne hört und so unter Wasser hört. Das habe ich auch in einem letzten Video schon gesagt. Aber das ist wirklich etwas, wenn ich so das Gefühl habe, ich eiere herum und ich bin mit mir nicht im Einklang. Dann ab in die Badewanne, Klange an den Rand, die Horoskopvertonung, unter Wasser genießen und eins sein mit allem, was ist letztlich. Ja. Aber Thomas, wenn du uns bitte da dazu erzählst. Na, es ist doch folgendermaßen. Wir sind ein Leben lang umgeben von Schwingungen. Heraklit hat schon vor tausenden von Jahren gesagt, alles ist Schwingung. Und heute leben wir im Wassermannzeitalter, da wissen wir ganz genau, dass alles Schwingung ist und alles um uns herum schwingt. Wir sind im Teilchenmeer drin. Und was gibt's denn Schöneres, als seine eigene Schwingung 42 Minuten, so lange ist die Horoskopvertonung, zu genießen? Weil das ist nicht die Schwingung von meinem Nachbar, von meinem Partner oder von irgendjemand, sondern es bin ich selber. Und wenn wir sehen, dass wir in unserem Körper drin 82 Billionen Zellen haben, die eigentlich darauf warten, von den richtigen Schwingungen in Resonanz geführt zu werden, dann ist es unsere erste Aufgabe, Pflicht will ich gar nicht sagen, sondern das ist das Schöne dabei, wenn wir die so in Resonanz bringen, dass wir dann auch die richtigen Schwingungen in uns reingeben. Und was sind die richtigen Schwingungen? Das sind wir selber. Und ich sage immer wieder, wenn du in dir selbst nicht zu Hause bist, dann bist du nirgendwo zu Hause. Und wir eiern oft in der Welt draußen rum, in vielen, vielen Bereichen. Und diese 42 Minuten, das ist nicht irgendwas, sondern das ist die Umsetzung. Das ist raus, ne? Ja, so geht's. Ein bisschen raus ja. Noch. Ja. Mhm. So geht's gut, ja. Genau. Das ist jetzt zum Beispiel mein Geburtshoroskop. Und jeder Mensch auf dieser Erde, ganz egal wo er lebt, in Timbuktu, oder jetzt bei dir, Yvonne, jeder hat sein individuelles Horoskop, was so unterschiedlich ist wie unser Fingerabdruck. Und dem trägt natürlich auch jetzt die Horoskopvertonung Rechnung. Das heißt, wo sind die Häuser, in welchen Häusern stehen welche Planeten drin. Und das heißt also, wenn ich dies anhöre, ist es mein Horoskop, auch das nicht von meinem Partner. Ich habe das für jemanden gemacht, der doppelter Widder ist und da kam seine Freundin rein. Und die hat gesagt, das gefällt mir gut, aber es macht mich so aggressiv hier. Du, mir ging es genauso. Ich habe mir natürlich auch andere Horoskope angehört. Und klingt nicht gut. Also ist für mich einfach nicht passend. Ja, ist nicht meine Frequenz. Ja. Mhm. Und das ist eben diese Zellen in uns drin, was alle unsere Tätigkeit ist, was wir tun, ist dann, dass wir miteinander in Resonanz gehen. Das heißt, durch das, was wir von außen geben, quasi als Impuls durch Stimmgabeln oder auch was wir machen mit Cosmic Lights Balancing, ist es dann so, dass wir von außen einen Impuls setzen, um mit einem inneren Heilungsprozess oder Selbstheilungskräfte oder Aktivierung dann reagieren. Im Grunde kannst du das sehen, ein Starthilfekabel oder dieses Klangei, dieses wunderbare Instrument hier, ist nichts anderes wie ein Souffleur, dass ich wieder in meine Mitte reinkomme. Und dass es sowas gibt, dass wir uns da auch gefunden haben, das ist eine wunderbare Fügung des Kosmos. Ne? Ja, das ist es wirklich. Vom ersten Moment an war das einfach nur ein Geschenk, ja, von wo wir noch für mehr Chaos im Olymp sorgen. Und Thomas, es ist so nette Grüße von der Helga, die ich jetzt eingeblendet habe. Hallo Helga, schön, dass du da bist. Und von der Anna, hallo nach Seekirchen, ganz in die Nachbarschaft bei mir. Schön, dass ihr da seid. Genau, da grüße ich natürlich auch ganz herzlich.
Einen kurzen Hinweis, sollte jemand, weil wir haben das Video sehr viel geteilt, dort Kommentare schreiben, die sehen wir nicht. Klickt bitte in das Video rein, denn dann, wenn ihr da Kommentare schreibt, dann sehen wir die auch hier. Sorry, Thomas, bitteschön. Ja, also das Klanghoroskop ist ganz einfach zu bestellen und man kann das Klanghoroskop haben zum Geburtshoroskop und zum... Auch zum Solarhoroskop. Das heißt also Solarhoroskop, wenn das Geburtshoroskop der ganze Baumstamm ist, dann ist das Solarhoroskop eine Rinde, wie beim Baum ein Jahresring. Aber es geht nicht nur für dieses, sondern auch für ein persönliches Event. Ich denke da zum Beispiel an eine Firmengründung oder ich denke an eine Hochzeit oder Geburt eines Kindes oder sowas. Da gibt es so viele Events, wo man dann vielleicht auch im Nachhinein reinspüren will. Aber es waren jetzt die positive Events, aber auch wenn jemand eine negative Erfahrung gemacht hat und will dann auch sich mit dem aussöhnen. Das ist ja das Große, dass man dann die Schwingung in sich reingibt und sich dann mit der Schwingung aussöhnt, weil so funktioniert dann wirkliche Transformation in uns drin. Nicht, dass wir es verdrängen, sondern dass wir dann tatsächlich das dann, ja, integrieren. Im Grunde das Bild, was ich dazu habe, wäre doch die Perle. Das heißt also, wir machen in uns, wenn irgendwelche Dinge da sind, die uns belasten, dass wir das mit Perlmutt überziehen. Und das machen die Schwingen. Das heißt, wenn wir das annehmen, was ist, im Hier und Jetzt sein ist so ein Punkt, dann kann es auch so sein, dass wir das nicht wegsperren oder dass wir das in den Schatten nehmen, sondern dass wir mit dem leben und dass wir uns mit dem aushöhlen. Ich blende jetzt auch mal die Webseite ein, aber bei uns auf der Webseite findet man das ganz einfach, dass man auch da wirklich, man kann da auch ein Beispiel hören von einer Klangvertonung. Da bitte nicht erschrecken, ja, das ist, es kann wirklich komisch klingen für jemanden, weil es einfach nicht das eigene ist, ja. Wenn man das eigene Horoskop hört, ist das ganz was anderes. Und es ist wirklich für mich dann so das Archetypische in sich, ja, der Urentwurf, mit dem man da wieder in Resonanz kommt. Und das finde ich wunderschön. Auf meiner Seite hat man den Hermann Hesse drauf, ne? Den Dichter drauf. Genau, ja. Was ich da persönlich noch dazu sagen möchte, ja, weil ja auch immer wieder, ich kenne viele Leute, die sagen, ja, Astrologie, ja, das ist alles Hokuspokus. So wie du das machst, Thomas, ja, nämlich so mit dem, dass du die Leute damit in die Eigenverantwortlichkeit führst und eben nicht, wie es viele sehen, ja, dass man da abhängig ist von den Sternen oder so etwas, ja, und die alle Schuld praktisch den Sternen zuordnen kann. Ja. Nein, so bequem bist du glücklicherweise nicht, sondern gibst das wirklich den Leuten selbst in die Hand und ermächtigt sie dadurch, mit Sachen besser umzugehen. Ja? Und das finde ich total schön. Ja? Ja, danke für diesen Hinweis. Und es ist ja auch die wahre klassische Astrologie, die uns wirklich hilft, unseren Weg zu finden. Das heißt also, wenn ich alles delegiere und sage, mein Partner hat mich verlassen, weil der Uranus jetzt so steht, oder... praktisch. Genau. Und das ist natürlich auch der Ursprung der Astrologie als Lebenshilfe. Und wenn man das so sieht, es hat früher den Seeleuten geholfen, dass sie nicht an den Felsen zerschellt sind. Und heute kann es uns dabei helfen, wieder in den sicheren Hafen zu kommen oder in uns selbst zu kommen. Und da, ich habe wirklich in meinem Leben vorher als Manager, habe ich die besten Seminare der Welt besucht hier. Aber mir ist noch nichts begegnet, was so authentisch ist wie die Archetypen, wie die Urprinzipien. Weil wir haben immer die Wahl, wählen wir jetzt hier den erlösten Weg. Das heißt, dass wir das tun, was für uns vorgesehen ist. Oder wählen wir den unerlösten, dass wir delegieren und sagen, das geht mich alles nichts an. Und wenn ich das eben, und das ist die archetypische Medizin, von der ich jetzt spreche, wenn wir nicht unseres Lebens, sondern das Leben der anderen, dann verdrängen wir Anteile von uns in den Schatten. Und da führen die im Schattendasein. Und es ist dann im weitesten Sinne die Verstimmung oder auch die Krankheit. Ja. Und was wir tun können, ist dann tatsächlich, dass wir mit uns selbst Kontakt aufnehmen, unsere Selbstheilungskräfte und den inneren Heiler aktivieren. Und dann ist Astrologie wirklich eine klassische Lebenshilfe. Absolut, ja. Und ich erlebe es auch so, dass ich, egal ob das jetzt mit dem Klanghoroskop ist, ja, was einem wirklich eben die Selbstheilung einfach fördert auch, ja.
und wirklich, so wie du sagst, immer ein Startkabel ist oft einmal, ja, dass man da wieder mit sich selbst im Einklang ist. Ebenso ist es bei deinen anderen Entwicklungen, ja, wenn ich da überleiten darf, und zwar bei dem Cosmic Light, ja, die mir total in den Bann gezogen haben, nicht nur, weil sie optisch wunderschön sind. Ah, bitte, ein bisschen höher, Thomas. Ja, so. Sieht man so richtig an deinen Händen, welche Farbe da gerade aktiv ist, genau. So natürlich hell ist. Und da gibt es ganz unterschiedliche Varianten davon. Das ist das, wo du praktisch mit dem Klanghoroskop diese Archetypen und diese Schwingungen auf Töne überträgst und mit dem Klang eigentlich spürbar wird, ist es mit den Cosmic Lights, dass diese Schwingungen sichtbar werden, ja, und spürbar auch. Das kann man auch eindeutig sagen. Ja? Genau. Naja, der Punkt ist der, wenn wir die Schwingung zugrunde legen, dann hören wir als gesunde Menschen etwa 10 Oktaven. Das geht von 20 Hertz bis etwa 20.000. Und wenn wir die Planetenklänge haben, so können wir das natürlich auf eine CD pressen oder wir können das auch in den Stimmgabeln. Dann sind wir im hörbaren Bereich, was wir auch einschwingen in der Phonophorese, Stimmgabeltherapie über Akupunktur, über Chakren, über Meridiane. Und das Geheimnis ist dann das, wenn wir das immer weiter oktavieren, diese hörbaren Schwingungen, oktavieren heißt in dem Fall verdoppeln, dann kommen wir irgendwann nach einer, glaube 60-fachen Verdopplung, kommen wir in den sichtbaren Bereich. Und es ist aber auch eine Schwingung, nur dass wir die jetzt dann sehen. Wir sehen nur eine Oktave. Das heißt, was wir also sehen, ist im Grunde nichts anderes wie die Schwingung des Sonne oder des Mars oder was ich euch hier zeige. Das bin ich. Also oben ist es der Neptun. Ich bin nämlich Sternzeichen Fische und unten ist es der Skorpion, der Pluto. Und so kann man das bei jedem so machen, dass er also Kontakt aufnehmen mit was er tatsächlich im Inneren ist. Mhm. Von dem was, Ganzen, ja, Entschuldigung. Was das Faszinierende ist, weil ich habe da, als ich zum ersten Mal mit der Säule, da gibt es eine wunderschöne Säule, wo man unten dann einen Link hingeben, da kann man auch mit den Tensoren messen, welche archetypischen Energien einem im Moment praktisch gut tun würden. Ja? Und da habe ich diese Säule bei mir zu Hause. Und hab da jeden Tag gemessen und ich denke mir, das Ding ist kaputt. Das sind immer die gleichen Themen. Und ich habe dann an Thomas geschrieben, sage, du kannst es sein, dass das Teil kaputt ist. Und er sagt, er lacht nur, ja. Sag, nein, ich glaube, das stimmt. Da ist einfach ein Thema, wo du durch darfst. Ja, und genau so war es, ja. Ja, es ist so, wenn wir ziemlich großen Durst haben, wir wandern durch irgendeine Wüste durch, wo es uns gar nicht so gut geht, die Wüste, da ist also trocken, da ist alles öde. Und das Erste, was wir tun, wenn wir an eine Quelle kommen, wir tun erstmal trinken, trinken, trinken. Und natürlich diese Säule oder auch überhaupt diese Messung, die sagt nichts anderes, wo dein Mangel ist oder was dir gut täte. Und es geht eben so lang, du hörst dann auf zu trinken, wenn du genug drin hast. Und so ist es mit den Schwingungen ganz genauso. Du kannst es symbolisch übertragen, was du willst, mit dem Essen, mit dem Trinken und natürlich auch mit den Schwingungen, die wir reinlassen. Und da sind wir jetzt natürlich an einem wichtigen Punkt, wenn wir so unsere heutige Welt angucken, da sind wir ja, werden wir ja konfrontiert mit Schwingungen, die uns auch nicht gut tun. Elektrosmog, Stress auch, Aggression überall und ich werde in diesem Jahr eine Doktorarbeit schreiben. Ich werde Doktor werden. Und das Thema wird sein Resonanz in Medizin und Psychologie. Ah, und schön. Ein wichtiger Punkt ist, wenn wir die Resonanz verlieren, das heißt, was wir jetzt haben, was unsere Zuhörer und Zuschauer draußen haben, wir gehen miteinander in Resonanz. Und eine absolute Erkenntnis unserer Zeit, wenn Menschen die Resonanz verlieren, dann bilden die auch auf der Autobahn keine Rettungsgasse mehr. Oder wie jetzt hier in Frankfurt in Deutschland passiert, dass die Feuerwehrleute auf die Straße gehen müssen, weil sie bespuckt werden, weil sie in ihrer Arbeit behindert werden. Das kann nichts Normales sein. Und wer mit sich selber in Resonanz ist, wer in seiner Mitte ist, der macht nicht sowas. Mhm. Deswegen ist es nur heilsam, mit seiner Schwingung oder sich die Schwingung zu geben, die einem gut tun, weil es geht
in der Welt der Polarität, wo es Tag und Nacht gibt, Schwarz und Weiß, geht es darum, wenn es Schwingungen gibt, die uns Böses tun, die uns krank machen, dann gibt es auf der anderen Seite auch welche, die uns in die Gesundheit wieder führen oder in das Wohlbefinden. Und das tun wir durch liebevolle Art, durch deine Arbeit, die du machst, deine wunderbaren Seminare, Yvonne. Andere tun es auf einer anderen Sektor, die jetzt auch heute zugucken hier. Und so ist es wirklich, dass wir unseren Beitrag leisten, in Resonanz zu gehen, in liebevolle Resonanz, voller Achtsamkeit und voller Hingabe für den anderen. Was ist es? Ich bin oft mit Dalai Lama zusammengekommen. Das ist wirklich das Mitgefühl, die Empathie. Und das brauchen wir, glaube ich, oder es entwickelt sich von allein, wenn wir in unserer Schwingung sind. Dann kann ich auch wirklich Mitgefühl leben, ja, wirklich leben. Und ich finde so, gerade die Cosmic Light, ja, das ist, wenn man misst und dann auch nachliest, ja, in deinem tollen Buch Cosmic Lights, da hat man wirklich so etwas wie ein Handbuch auch, ja, wo ich nachschauen kann, okay, was bedeutet denn jetzt das, was bedeuten diese Archetypen? Und man muss nichts über Astrologie wissen oder so etwas und auch nicht daran glauben oder so etwas. Aber es ist ein Feedback-Loop, ja, dass man mit sich selbst auch besser in Kontakt ist, ja, und sich mit sich selbst auch bewusster umgehen kann. Und das schätze ich sehr. Ja. Und wir haben ja letztes Jahr schon das gemeinsame Seminar gehalten, ja, das Cosmic You. Und es war ein Fest, es war einfach nur schön. Ja. Und da haben wir... Fest, genau. Ja, es war wirklich. Und dann ist es so, so schön gewesen, ja, wie der Kompass, der Thomas kannte zu dem Zeitpunkt ja meinen Kompass noch gar nicht, ja. Und es ist ein Kompass zum Ideen umsetzen und für Kommunikation und Interaktion. Und wir haben dann am Vortag haben wir geschaut, okay, ja, das sind natürlich, weil ich wollte eine große Makrostruktur finden, die so der Kreislauf einer Idee ist oder übers Leben, über alles letztlich, ja. Und da haben wir dann die Archetypen von Thomas geschaut, dass wir die da hineinfinden. Und wir zwei haben das gemacht vorher. Und dann im Seminar habe ich nur kurz erklärt, ja, den Teilnehmern, was die einzelnen Himmelsrichtungen im Kompass bedeuten. Und das Schöne war dann, der Thomas hat wunderbare Collagen gemacht zu den einzelnen Archetypen und sie wussten noch gar nichts drüber. Und wir haben dann die Teilnehmer zuordnen lassen, was sie glauben, welche Collage oder welche Himmelsrichtung passend ist. Und das war Bingo, gell? Also ja. Da waren wir beide. Und die Erklärung hier dazu ist eine ganz einfache. Der C.G. Jung, der ja den Begriff der Archetypen in die Neuzeit transponiert hat, er hat festgestellt, dass das kollektiv Unbewusste des Menschen ist. Das heißt, die Seminarteilnehmer, die haben sich einfach nur ganz tief in sich an das erinnert, was das ausmacht. Galileo Galilei hat gesagt, du kannst den Menschen nichts beibringen, du kannst ihnen nur helfen, sich zu erinnern. Und wenn wir so Collagen, solche Bilder sehen, weil unsere Seele, die denkt nicht im rechten Winkel, sondern die... Bilder. Und wenn ich die Bilder dazu habe und es dann auch noch dann selber in mir in Resonanz bringe, dann kommt automatisch die richtige Antwort. Und das ist das, wo ich jeden dazu ermuntern will, in sich reinzuspüren, weil er hat die Antwort in sich drin. Natürlich außen gibt es unendlich viele Ratgeber. Die Buchhandlungen sind voll mit Ratschlägen, aber der beste Ratgeber ist, in sich reinzuspüren. Absolut. Und das macht mir auch so große Freude, ja, in unserer Zusammenarbeit, weil unsere, einfach der Einklang ist zwischen diesen Philosophien, ja, wo wir uns beide nicht als Ratgeber oder das musst du machen oder so etwas sehen, sondern eben es in sich selbst zu finden, ja. Und eben dazu gehört, wie du immer sagst, ja, dass man mal in sich selbst zu Hause ist, dass ich das überhaupt finden kann. Und ich freue mich schon riesig, riesig auf den Workshop und die neuen Dinge, die da passieren. Und jetzt, wenn wir da den Transfer auch wieder herstellen, was hat denn das jetzt mit dem Klangall zu tun, ja? Ja. Du das, nein, dazu muss ich noch schnell was sagen. Und zwar, weil bis zum Workshop wird die SD-Karte schon fertig sein, dass für den Kompass die Archetypen abgebildet werden. Ja? Dass eine SD-Karte ist mit den allen Himmelsrichtungen, welche Archetypen da dahinter liegen. Und so kann man dann einerseits mit den Cosmic Lights, ja, testen, welche Energien fehlt mir. Kann aber auch zum Beispiel sagen, okay, hey, jetzt bin ich bei einer Idee,
ich schaffe die letzte Kurve nicht mehr. Ja, ich muss jetzt ins Tun kommen, konkret, und kann mir so diese archetypische Energie auch holen und habe noch mein zusätzliches Übersetzungstool dazu. Ja. Ja, und das Klangei oder das Ei generell ist ja auch eine archetypische Form. Das heißt also, wenn ich das dann mal übertrage von dem, das ist ja auch ganz tief in unserem Kollektiv Unbewussten verhaftet, und das Ei als solche, das schenkt uns Leben. Aus dem kommt auch das Küken raus und pickt dann von innen raus und kommt ins Leben rein. Und deswegen sehe ich das auch als schönes Symbol, von innen nach außen in so einem Seminar wirklich sich selbst zu entfalten, weil jegliches Wachstum in diesem Universum geht von innen nach außen. Das merkt man bei der Blume, ist aber genauso ein Universum. Es entsteht aus dem Urknall raus. Es entsteht in Resonanz in so einem wunderschönen Seminar wie Cosmic You, weil da werden plötzlich Kräfte frei der Teilnehmer, die, wenn einer allein ein Buch liest zu Hause oder auch sich mit dem Thema beschäftigt, niemals entstehen wird. Es ist wirklich das Cosmic You, das Miteinander, und was wir da entwickelt haben, das ist schon magisch. Das kann man gar nicht anders beschreiben. Und wir können nur wünschen, dass wir auch bei dem zweiten Seminar, was wir jetzt machen werden, dass wir genügend Teilnehmer haben. Erzählt es weiter und tragt wirklich diese Botschaft nach draußen, weil das ist eines der schönsten Seminare, was es überhaupt gibt. Oh, danke, Thomas. Das ist mir echt eine große, große Ehre auch, ja? Weil es ist teilweise schwierig, in Worte zu fassen, wie diese zwei Tage waren, ja, weil es wirklich eben Magic pur war und das wirklich einfach geflossen ist, ja. Es war die Harmonie sofort da und die Resultate dann auch und der Nachklang auch so wunderschön, ja. Auch die Ideen, die daraus entstanden sind von den Teilnehmern, ob das jetzt Monika Käfer ist oder die, Bettina. Ja. Ja, genau. Und die Doris. Doris, ja, also es ist wirklich ganz faszinierend. Oder auch die Daniela Hauptmann, ja, die jetzt im Büro eine Pyramide, eine Lichtpyramide hat und das nutzt und der Chef schon ganz begeistert aussagt, du, ich brauche mal das Licht, ja, so ungefähr. Also es ist einfach schön, was da ist, ja. Ja. Und auch der, wen wir noch gar nicht erwähnt haben heute, der aber extrem wichtig ist, ja, das ist der Michael Pessler. Ein wundervoller, genialer Mann, der einfach deine Ideen, Thomas, so schön umsetzt, gell? Absolut. Das ist also, ich liefere die Ideen oder wir sind so schon jetzt hier mental oder auch ganz heitlich verknüpft. Ich denke an irgendwas und er setzt es schon um. So, wir waren letzte Woche 3 Tage zusammen. Ich glaube, wir haben da Ideen gesammelt für 4 Inkarnationen. Mal gucken, wie wir dann. Ich fürchte mich schon, was nächste Mal bei mir sein soll. Wir werden mit Gabelstapler kommen und großen LKW. Ja, ich glaube auch. Er ist so schnell im Umsetzen und mit so einer Begeisterung und Freude und Liebe, wie er das macht. Ja? Also vor allem auch mit der Energie. Ich kann ein Interview mal mit ihm machen. Unbedingt, habe ich schon vorhin gekündigt. Ja? Also das auf alle Fälle, ich blende jetzt auch seinen Namen mal ein. Denn es gibt da ja eine neue Idee, ja, die doch fast niemand weiß, ja, und die darf da unbedingt auch verbreitet werden. Und so braucht man unbedingt den Michael dazu, dass er die uns präsentiert allen, denn das finde ich ja wirklich eine geniale Sache, ja. Ich muss jetzt richtig beherrschen, nicht mehr dazu zu sagen. Aber das wird sicherlich ganz, ganz schön, ja. Ja, also das ist auf dem Sektor wohl das Schönste und auch das Praktischste und auch das Heilsamste, was es derzeit auf dem Markt gibt. Mehr will ich gar nicht verraten, aber es ist schon genug. Ja, und Thomas, das mag ich unbedingt auch sagen. Ich freue mich so mit euch, ja, dass jetzt wirklich diese jahrzehntelange Arbeit, die du geleistet hast, in einem Feld, wo sicherlich, wie oft hast du gehört, du hast ja einen an der Klatsche und sonstige Sachen, ja. Oder geh doch mit einem Vogelkäfig Milch holen, habe ich auch gehört. Oh, das ist aber ein kreativer Ausspruch schon, ja. Das ist, ja, da sind wir beide, ja. Ich habe es auch nicht nur einmal gehört. Aber so in dem Feld, wo du da arbeitest, ja, und wirklich, wo dein Herz einfach ist,
dass da jetzt wirklich das auch Früchte trägt, ja, dass da die auch die wirklich klassische Medizin immer noch offener wird in die Richtung. Und magst vielleicht noch von euren letzten... Also es ist zweigleisig. Wir haben jetzt die Möglichkeit, das kosmische Licht in seiner heilsamen Wirkung in einer Langzeitstudie mit chronisch Kranken umzusetzen. Da wird also die Herzfrequenzvariabilität gemessen. Und wie wirkt sich die kosmische Strahlung, das kosmische Licht auf das Verhalten bei denen aus, dass die also in ihre Ruhe kommen und dass auch die Variabilität zunimmt. Also die haben wir jetzt am letzten Sonntag eröffnet, diese Langzeitstudie. Und es ist natürlich sensationell, wenn man da in einer Kurklinik sowas machen darf. Da öffnen sich ganz neue Türen und wir, in dem Fall Michael Pessler und ich, wir werden nächsten Dienstag auf die Insel Kos fliegen, wo wir dann eine Woche die Möglichkeit haben, mit viele Ärzte, das ist also ein Ärztekongress, unsere Ideen dann zu teilen und auch das kosmische Licht auch in diese Welt reinzutragen, die immer offener dafür wird. Nicht alle, aber man merkt da ganz deutlich, da tut sich was im jetzigen Wassermann-Zeitalter. Die öffnen sich. Und das ist auch gut so, gell? Und es soll nicht in irgendwelcher Weise was sein, dass wir sagen, wir wollen denen das wegnehmen, sondern es ist komplementär. Mhm. Das heißt, die haben ihre absolute Stärken und dürfen dann uns einbeziehen und umgekehrt genauso. Mhm. Und das ist das Wunderbare unserer Zeit. Also unsere Zeit für mich ist wirklich das Unglaublichste, was wir an Möglichkeiten haben. Auch so jetzt hier, dass wir auch die Möglichkeit haben, euch dann über Internet, auch wenn es manchmal ein bisschen Pixel ist oder ins Nirvana geht oder in Pissarro oder in Monet oder Manet, euch Botschaften rüberzubringen. Überlegt euch mal, wir wären jetzt im Mittelalter, bis die Brieftaube ankommt, dann sind wir schon 10 Jahre älter. Ne? Und wir hoffen ja immer, dass die richtigen Pixel pixelig sind, gell? Haben wir gesagt. Mal die Bettina hat so nett geschrieben, einfach nur schön, euch zuzuhören. Es ist einfach nur schön, dass ihr da seid. Danke euch. Es ist wirklich, entsteht so die Schwingung einfach, ja, die da gut tut. Ja. Mhm. Und Thomas, wirklich, ich finde auch das so schön, dass ihr sagt, ja, okay, es ist diese Vereinigung ja von dem, was eigentlich zusammengehört. Ja. Für mich ist wie ein großer Looping auch in der Zeit, wo altes Heilwissen zum Beispiel eben eigentlich ja auf Intuition beruhte und auf wirklich anderem Wissen. Und jetzt auch die Wissenschaft da wirklich das Hand in Hand geht, ja. Und das finde ich wirklich schön, wenn diese Offenheit entsteht, ja. Und die Wissenschaft da diese Studien macht, ja, das berührt mich total, das finde ich echt toll. Das ist wirklich ein Schritt, der mich auch ganz persönlich freut, weil wenn du in einem Bereich tätig bist, wo jetzt feinstofflich ist, was eben nicht so greifbar ist, wie jetzt hier in der Schulmedizin, dass man da einfach was wegschneiden kann oder sonst was. Das Feinstoffliche ist vielleicht schwerer zu erklären, aber letztendlich macht es das so viel Wichtiges aus, dass wir, weil das Ganze, was uns umtreibt, warum wir in dieser Welt auch unterwegs sind, Liebe zum Beispiel, beschreib das mal jetzt grobstofflich, das kannst du sehr schwer tun, aber Liebe ist das Allumfassende und dass jetzt wirklich das Grobstoffliche und das Feinstoffliche zusammenwachsen kann, das finde ich wunderbar. Ich kann es nur danke sagen. Absolut, ja. Und wenn man da ein bisschen was dazu beitragen darf, ja, und du in dem Fall sehr viel beiträgst seit wirklich langer Zeit, wo du immer, wie viele Bücher zu wie vielen Themen, ja, du da geschrieben hast, ja, und das doch dann mal Anklang findet, ja, Anklang hat es ja immer gefunden, aber eben auch in dieser, im wissenschaftlichen Bereich, im klassischen ärztlichen Bereich, ja, im Heilungsbereich, das ist wirklich ganz, ganz Schönes, ja. Und da ist auch das in Klangheit, wo wir so große Freude haben, ja, dass die Krankenhäuser immer mehr auch auf uns zukommen und sagen, hey, ja, wir verwenden das zum Beispiel auf der Palliativstation, ja. Ja. Das ist nur schön, also wenn das so ist, ja. Und da das auch nicht mehr als mystisch gesehen wird oder so, sondern einfach, ja, das ist Schwingung und wie ja, Tesla das so schön gesagt hat, ja, dass man, wenn man ans Universum denkt, am besten in Frequenzen, Schwingungen und so weiter denkt, ja, das ist so, ja.
Da möchte ich auch noch eins dazu sagen. Auf meiner Geburtstagsfeier ist ein sehr guter Freund von mir gewesen. Der ist selber evangelischer Pastor und seine Mutter ist ins Koma gefallen und sie liebt Mozart. Und er hat ihr dieses Klangei bespielt mit Mozart dann. Und sie hatte vorher keinen Kontakt und jetzt ja wirklich diese Resonanz, die leuchtenden Augen der Mutter zu sehen, die sich sonst kaum verständigen kann. Das war für ihn, wo er dann wirklich gemerkt hat, er berührt sie und er war genauso berührt. Und es geht eben durch dieses Klangei, weil sie kann nicht irgendwo hingreifen, aber wenn sie das Klangei auf dem Körper hat, kann sie spüren. Und das wollte ich euch sagen, das war für ihn so ein wunderbares Erlebnis. Und es kann eben nur passieren, wenn man solche Instrumente an der Hand hat und dann wirklich auch diese Schwingungen für sich selber nutzt. Und das sind die Anwendungsmöglichkeiten, weil da kann man für Menschen was tun, was man durch nichts anderes machen kann. Thomas, das wusste ich nicht, als ich mit ihm gesprochen habe, dass seine Mama im Koma war. Ja, die ist im Koma gewesen, ja. Also ich weiß nicht, ob es heute noch ist, aber... Ja. Also wirklich, Mats, bitte, es ist so schön und wir haben nur geschrieben, ja. Und er hat es bestellt und da eben, aber ich wusste das nicht, dass sie im Koma war. Ja. Das sind so Sachen, wo man einfach dann weiß, ja, das ist einfach nur erfüllend, ja, wenn man dann so etwas hören darf. Richtig. Das ist durch nichts zu bezahlen oder auch nichts aufzuwerten. Das ist einfach auch die Resonanz für uns, die wir das entwickeln, die wir das machen. Das ist der schönste Lohn überhaupt. Oder? Ja, absolut, ja. Das gilt nicht. Du kannst mich nicht heulend machen. Nein. Ich habe schon so viele Frauen zum Heulen gebracht. Warum auch nicht gewonnen? Ja, ist einfach nur schön, ja. Und da wirklich diese Verbundenheit mit dir und mit Michael und mit Andi Bettina und was da für ein Feld entsteht, das ist schon etwas. Das ist wirklich wunderbar. Und wir haben uns nicht gesucht, aber gefunden. Und was wir da jetzt, wir sind ja ganz am Anfang, das merken wir auch, der Michael und ich, was wir da wirklich auf die Reihe bringen können, um wirklich was zu tun, in dieses heilsame Feld reinzukommen. Wir sagen nicht, dass wir irgendwelche Krankheiten heilen, aber wir aktivieren die inneren Selbstheilungskräfte. Und ein guter Arzt, der sagt auch, er macht genau das Gleiche. Es ist egal, wo wir angreifen und zu sagen, wie wir es tun. Es ist immer dieses, dass ich an etwas glaube. Und ein Professor, der die Langzeitstudie, der das betreut, der hat gesagt, oder ein Chefarzt war es in dem Fall, ist doch alles Placebo. Aber, schön. Ja, jetzt sage ich dir, Yvonne, ist doch letztendlich egal, wer heilt, hat recht. Ob es jetzt Placebo war, das hat schon Jesus Christus in der Bibel gesagt, bevor er die Pestkranke oder die Leprakranke geheilt hat. Glaubst du daran? Und wenn wir wirklich in ein Feld drin sind, das wissen wir von so Seminaren, wie Cosmic You, wenn das Feld da ist, dann kann Wundervolles geschehen. Und deswegen kann auch beim Einzelnen Heilung geschehen. Und es ist so, das Placebo ist einfach das am besten erforschteste Medikament, ne? Ist so, ja. Mit dem Blindstudium müssen Sie machen, also bitte, ja. Und da jetzt wirklich, wenn du da diese Quote nimmst, ja, was der Heilung, nein, jetzt ganz ohne Spaß, ja, aber es ist wirklich das am besten erforschteste Medikament weltweit. Das bietet auch jeder an hier, der so, ja klar, sicher. Und natürlich macht es was auch hier aus, ja, woran ich glaube, das weiß jeder, ja, und ich weiß, weil das, woran ich glaube, bestimmt, was ich tue, bestimmt meine Fähigkeiten, bestimmt das, was ich dann wieder für Resultate darauf bekomme und dann wird aus einem Glaubenssatz plötzlich Realität, ne? Und das geht in die positive Richtung genauso wie in die negative, ja. Wenn ich jetzt als Kind überzeugt bin, ich kann etwas nicht, ja. Ich habe vorher mal erwähnt, die Welt der Polarität, in der wir leben, wenn es Placebo gibt, dann muss natürlich auch Nocebo geben. Das heißt, wenn ich immer negative Gedanken habe, werden sich die irgendwann manifestieren. Also
wenn wir so in die Epigenetik reingehen, Namen wie Bruce Lipton, der hat Untersuchungen gemacht mit krebskranken Familien, die also schon über viele Generationen Krebs haben, immer der gleiche Krebs. Und die haben ein Kind adoptiert, was aus einer gesunden Familie kam. Und nach einer gewissen Zeit hat das Kind genau den gleichen Krebs entwickelt. Das heißt, das Feld oder auch das Milieu war krebsartig. Und deswegen, was wir aufbauen, ist natürlich ein heilsames Feld. Ansteckende Gesundheit, nennt es Rüdiger Dahlke, so will ich es auch nennen. Das ist nicht ansteckende Krankheit, ansteckende Gesundheit. Und das ist wirklich was, wo wir in unsere Zellen was Positives reingeben. Und wenn wir was Negatives reingeben, müssen wir uns nicht wundern, wenn was Negatives kommt. Das ist bei der Ernährung so, das ist bei dem Feinstofflichen so. Wenn ich immer nur Stress in mich reinlasse, brauche ich mich nicht wundern, wenn ich gestresst bin. Und das wissen ja jetzt glücklicherweise alle, ja, wie wichtig es ist, da im jetzt unterschlagen wird, nach wie Achtsamkeit, ja, Nachhaltigkeit und so weiter. Dass natürlich ein Dauerstress krank macht, ja. Also das kann jetzt wirklich niemand mehr leugnen, ja. Und mit all den Produkten, ja, die du entwickelt hast, ja, und auch das Schlange in Kombination dazu, alles dient dazu, dass man da wirklich seinen inneren Zustand auch lernt, bewusst zu steuern, ja, und da wirklich diese Aufmerksamkeit wieder hat, dann sagt, okay, was macht jetzt das mit mir und wie kann ich damit umgehen, ja, und auch konkret Mittel an der Hand habe, dass ich mich wieder in Einklang mit mir selbst bringe, ja, und wirklich diesen Urentwurf, was wie immer man das nennen mag, ja, wieder in Harmonie bin mit mir selbst, ja, diese Konnexion, dieses Lieblingswort von mir, mit mir selbst wiederherstellen kann und damit natürlich auch viel einfacher wieder mit anderen. Und ich glaube, dass das etwas ist, das unsere Welt dermaßen intensiv und dringend braucht, ja. Weil die vernetzt sind wir alle, aber die Verbundenheit, ja, so mit sich selbst mal beginnend. Und wie schön ist es da, wenn ich jetzt zum Beispiel mit den Cosmic Lights das überprüfe und mit dem Klang mir dann die Energien auch auditiv gebe und visuell, ja, je mehr Sinne, desto gut, ja. Absolut. Ich bin einfach dankbar, dass wir da mitwirken dürfen, ja, bei all dem. Ja. Ich habe jetzt, die Heike Kegel ist da, deine Nachbarin, könnte man ja fast sagen, ja. Hallo Heike. Besuchen, hallo Heike, ich winke schön, mal. Schön, dass du da bist. Und auch das ist so schön, du hast gesagt, ihr habt sich schon lange nicht mehr gesehen, oder? Das sind viele, viele Jahre. Frag mich nicht, wie viele, aber es könnte 2002, 2003 gewesen sein. Wir werden es am Donnerstag überprüfen. Wie schön, dass da durch Klange und die Vibes, die da entstehen, ja, ihr, die so nahe seid, eigentlich ja so euch wieder begegnet, ja. Auch das ist dieses Feld aus Resonanz, ja, das da weitere Kreise zieht. Schön. Einfach nur schön. Ja, lieber Thomas, wir zwei könnten Tage so dahin reden, das weiß ich, und die Chance haben wir ja demnächst wieder. Weißt du auswendig, wann unser Kurs ist? Auswendig nicht, aber ich habe ein kluges Buch neben mir liegen, wo ich jetzt gleich mal reingucke. Aha. Das wird sein am Samstag, den 26. Mai und am Sonntag, Samstag der 26. und Sonntag der 27. Mai. Schön. Also fast exakt in einem Monat. Und ich habe jetzt auch meine Webseite eingeblendet, ja, wo ihr Näheres erfährt zu dem Workshop und wo er ist. Ja, er ist nahe Salzburg, das sind 30 Kilometer bis Salzburg, genau in der Mitte zwischen Salzburg und Braunau. Und einen wunderschönen Ort will ich ergänzen. Das ist so wunderschön. Man kann draußen auf der Wiese sitzen da schon. Man kann auch mal in den Swimmingpool reinsteigen. Man kann grillen, man kann genießen. Also es ist wirklich für alle Sinne. Ja, und das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir da wirklich Wohlfühlatmosphäre auf alle Sinne schaffen. Und besonders schön wäre es, wenn womöglich jemand von euch oder du, genau du, dabei bist. Und ja, das nächste Video wird sicherlich sein mit Michael. Da dürfen wir einen Termin vereinbaren, denn da diese Neuheit, die darf angekündigt werden und gezeigt werden. Wir könnten so viele Videos machen, oder zu all den Ideen, die da entstehen. Und
Ja, Thomas, gibt es von deiner Seite her etwas, wo du sagst, es ist ganz wichtig, noch mitzuteilen? Ja, ich möchte alle, die jetzt hier an den Bildschirmen sind, wirklich grüßen und auch wirklich eine beschwingte Zeit wünschen. Und lasst euch nicht zu sehr von der Außenwelt in Bann ziehen, weil das wahre Leben ist innen. Und wie ich vorher bereits sagte, wenn du in dir selbst nicht zu Hause bist, bist du nirgendwo zu Hause. Wachstum oder wirkliches Erleben findet im Innen statt. Und wir bieten Impulse dazu, Yvonne, Bettina, der Andi, das Klangei, um wirklich auch diesen Weg von außen nach innen wiederzufinden. Der ist immer da, der ist nie verschlossen, aber wir sind so in dieser Konsumgesellschaft drin, dass wir manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und da bin ich wirklich ganz stolz drauf und auch wirklich dankbar, dass wir da was gefunden haben, Yvonne, was Gemeinsames, wo wir auch dieses Feld aufbauen können. Und meine Seite ist da wirklich tiefe Dankbarkeit und Demut. Mehr kann ich gar nicht sagen. Ja, mir fehlen die Worte da total. Und eines ist mir auch ganz, ganz wichtig. Das ist auch, wenn man sagt, es gibt so etwas wie, für mich sind weise Menschen, erkenne ich immer daran auch, dass sie einen göttlichen Humor haben. Und den hast du auch. Und das ist etwas, was ich so liebe. Und auch wenn du da, wenn, was wir lachen immer miteinander, ja. Und dieses nahtlose Übergehen zwischen wirklich tiefgreifenden oder hochschwebenden Gesprächen und dann eben viel Lachen und ja, wild free and full of love. Kann man das sagen? Dürfen wir da die Kreise ziehen? Thomas, danke dir, danke vom Herzen Ja. dafür auch, was wir da alles schon geschaffen haben, was wir weiterhin miteinander kreieren und eine dicke Umärmelung und danke an alle, die jetzt dabei sind und waren. Bitte teilt das Video, würde uns riesig freuen. Schreibt uns noch in die Kommentare. Es ist einfach schön zu wissen, dass ihr da seid. Jawohl. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss.